willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch meine Lippenstifte zeigen, die ich so... Was ist denn mit dir los hier? Der Ständer war falsch rum. Die ich ein bisschen aussortieren werde. Und zwar habe ich hier einmal für Liquid Lipsticks und eigentlich auch für, ja, Lipglosse einen Ständer. Den hatte ich damals, glaube ich, bei der Melloflori gekauft, also bei der Melanie. Und ich würde gerne eigentlich mich beschränken auf diesen Ständer und vielleicht Lippenstifte in den hier. Es gibt tolle Farben, ich liebe sie. Ich werde sie euch einfach zeigen und auch swatchen. Von MAC habe ich hier von Kaylee Osborne. Ein super schönes Pink. So sieht es aus, wunderschön. Das ist... Satin Kelly Yum Yum. Wunderschön. Ich liebe diesen Lippenstift. Und der wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Dann zeige ich euch auch, was auf jeden Fall in meiner Sammlung bleibt, sind die Lip Switch von Essence. Ich liebe sie. Ich habe drei Farben. Alle drei dürfen bleiben. Die brauche ich euch nicht zu swatchen, oder? Dann habe ich Liquid Lipsticks von BH Cosmetics. Im Moment bleiben die. Ich werde sie nochmal swatchen und euch dann mitteilen, welcher gehen darf. Dann habe ich hier so Liquid Suede in Metallic. Den werde ich behalten und der von Essence darf gehen. Ich weiß es nicht, ob ich den schon mal, ja, benutzt habe ich den schon. Ja, der darf gehen. Dann darf bleiben im Moment noch die Dewy Full Lips von Catrice in der Farbe Yes I Do oder Dew, also 010. Ist ein wunderschöner, heller Ton. Ich überlege gerade, wo mein Fenty Gloss ist. Wo habe ich den denn hin? Keine Ahnung. Manchmal verschwinden Sachen. Auch der darf bleiben. Dann habe ich hier so einen schönen Rotton von Wet n Wild. Der lässt sich ein bisschen scheiße auftragen, muss ich sagen. Ich muss mal gucken. Der kommt auf den Vielleicht-Stapel. Dann, vielleicht habe ich diese Farbe halt nochmal da, ne? Dann habe ich hier von Love so ein... Das ist Forever Rose pH Lippenstift. Der trägt sich dann, der ist dann so wie euer pH-Wert einfach ist. Ja, der bleibt auch, den mag ich sehr gerne. Dann habe ich hier einen durchsichtigen Lipgloss, wo ich nicht weiß, ob ich den, ja, behalten soll. Ich finde, ich weiß es nicht. Ich brauche immer so ein bisschen Farbe. Ich glaube, den misste ich aus. Kommt einfach in die Tonne. Oh, hier ist mein Augenbrauen-Ding. Dann habe ich von Manhattan einen. Das ist auch eine super schöne Nude-Farbe. Das ist der hier. Das ist die Farbe 230 All-in-One Lipstick. Super schönes Packaging und auch, ja, der wird auch erstmal behalten. Dann habe ich diesen Slip Taste von NYX. Ich fand das interessant, weil es so ein. Ja, der bleibt auch erstmal. Und dann möchte ich hier noch ausprobieren, ob das eine schöne... Ja, das ist auch so schöne Farbe. Das ist Central Pink 310 von Manhattan. Das ist so ein Liquid Lipstick, also Stay Matte Liquid Lip Color. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier von MAC noch einen. Und zwar ist das der hier. Den schmeiße ich weg. Der ist noch gut, ja, aber ich nutze ihn einfach nicht. Und wer will schon so ein Gematsche hier haben? Das, ja, ich glaube nicht, dass jemand den haben möchte. Den habe ich echt vergewaltigt. Ja, der kommt weg. Ich kann es auch nicht mehr lesen. Ich weiß es nicht. Satin. Ich kann euch das nicht sagen, weil man sieht nichts mehr. Der kommt definitiv weg. Den wollte ich schon so lange aussortieren. Dann habe ich hier einen von Gerard Cosmetics. Das ist auch eine bekannte Farbe. Buttercup. Das ist dieser wunderschöne Ton und der bleibt auch. Der ist sehr, sehr schön. Den habe ich mir extra von Melanie damals gekauft, weil ich die Farbe so schönes Nude fand. Dann habe ich von Terra Naturi ein. Das ist einer meiner liebsten Lippenstifte, wirklich. Ich finde das super schön und fast ein Dupe zum Buttercup. Also falls man den Buttercup, der ist noch ein bisschen peachiger. Das ist die Farbe 07. Ich liebe die Konsistenz, ich liebe den Auftrag. Ich finde, das sind ganz, ganz tolle Lippenstifte, die gar nicht erwähnt werden. Dann haben wir hier ein wunderschönes Rot von Hikari. Das ist die Farbe Scarlet. Ja, das ist wirklich ein schöner Rotton. Also den behalte ich jetzt erstmal. Mal gucken.
Dann von Mary Kay habe ich so einen lilanen Lippenstift. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist der hier. Ich hoffe, ihr seht das an den Swatches. Und das hat keine Farbe. Oder? Lip Suede Lippenstift. Ja, das war's dann. Vielleicht ist es das. Ah, ne, Rosy Blush. Den behalte ich auch. Die mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich hier von NYX einen. Den, die werde ich nicht kaufen. Hört ihr das? Das ist so ein letzter Schrott. Das sieht so aus. Die Farbe ist wunderschön. Das hat meine JJ empfohlen. Ich verlinke euch mal alle Kanäle, die ich hier mal erwähne. Matt Rouge, keine Ahnung, Matt Lipstick. Die Verpackung ist so grottig und das ist die Farbnuance Hippie Chic. Wunderschön, wirklich kaum vergleichbar mit anderen Farben, weil es so außergewöhnlich neonfarben ist. Ich kann ihn aber nicht tragen, der kommt weg. Dann habe ich hier ein Mini von Dior. Ich guck mal, das ist auch ein anderer Rotton. Also Minis kommen nicht weg, außer die Farbe mag ich überhaupt nicht. Dann habe ich hier Intensive Beauty Lipstick und Liner, der kommt weg. Benutze ich einfach nicht, weil es auch nicht meine Farbe ist. Den Fenty Beauty Lip Gloss in der Farbnuance Fussy habe ich noch nicht benutzt. Der bleibt auf jeden Fall, passt aber nicht da rein. Der bleibt auf jeden Fall, muss ich erstmal testen. Dann habe ich hier von BH Cosmetics einen wunderschönen Rosaton. Der kommt dem NYX sehr nah. Seht ihr das? Also das ist der von NYX und das ist der von BH Cosmetics in Charming. Den werde ich auch behalten. Ich mag die Konsistenz eigentlich ganz gut. Ganz gerne. Ich muss mal austesten. Dann haben wir hier noch ein wunderschönes Pink, auch von einer Firma, wo ich nicht so viel habe und auch nicht kenne. Das sieht auf jeden Fall mal so aus. Wirklich ein toller Ton. Ich muss einfach mehr Lippenstifte in meinem Alltag mit einbringen. Deswegen sortiere ich hier mal aus. Dann habe ich hier einen Lippenstift von BH Cosmetics. Wie gesagt, ich mag den Auftrag eigentlich sehr, sehr gerne. Das ist diese Farbe hier. Und der heißt, das ist aus dieser Slim-Reihe da, der heißt Loyal. Den fand ich so gut, dass ich ihn, glaube ich, zweimal gekauft habe. Oder Crazy in Love. Das ist auch sehr interessant. Ja, Crazy in Love ist auch eine ganz, ganz schöne, peachige Farbe, behalte ich. Also ich habe von denen alle behalten. Das wird ja nie was, gell? Dann habe ich so ein kleines Scheißchen von MAC. Der könnte mal in so ein Projekt. Der ist so trocken. Ich weiß es nicht. Aber im Herbst, Winter könnte man den auftragen. Das ist die Farbe Ruby Woo. Auch einer der bekannten. Dann habe ich von Manhattan einen. Den feiere ich heute noch. Also den habe ich schon so, so lange. Und das ist diese Farbe hier. Das ist das hier. Aus einer LE, aus irgendeiner Festival-LE. Behalte ich auch. Wobei eigentlich, ja. Dann habe ich einen ganz, ganz tollen Orangeton. Manchmal habe ich einfach Bock auf Orange. Da gucke ich jetzt mal. Ich sortiere den Wet n Wild aus und behalte dafür den von Manhattan. Ich liebe den Ton einfach. Den habe ich von meiner Mama und... Den habe ich, glaube ich, von meiner Mama. Dann ein Alltagston von Catrice. Das ist diese Farbe hier. Und das ist die 04 aus der Plumping-Reihe. Gel-Lipstick, die liebe ich. Ich würde alle meine Lippenstifte am liebsten aussortieren und nur diese, weil die einfach ein tolles Gefühl haben. Dann habe ich Candy Yum Yum. Das feiere ich. Ich mag einfach Neon auch. Kommt fast schon den MAC von der Kelly, na, aber das ist doch nochmal ein knalliger Ton. Den trage ich super gerne für so Festivals-Looks, wenn ich euch welche schminke. Dann habe ich noch einen von Terra Naturi. Den schmeiße ich mal weg, der sieht nochmal so schön aus. Den, wenn ich den unbedingt brauche, dann kaufe ich den einfach nach. Im Moment habe ich von der lieben Sunny, mein Sonnenschein, ein Geschenk bekommen von Clinique. Der kommt den ja nah, deswegen darf der gehen. Von P2 ähnlicher Ton tatsächlich. Ich swatch euch einfach mal den von Terra Naturi trotzdem. Das ist der hier. Das ist der hier. Und der von P2 sieht ähnlich aus gerade. Ne, der ist noch ein Ticken in rosa stichig. Aber wie gesagt, dann behalte ich lieber P2.
Und dann habe ich hier noch Color Drama. Da muss ich mal gucken, ob ich das mag. Also ich mag das ja, dass es so ein Applikator ist und ich mag das eigentlich. Aber bei mir entwickelt sich oftmals so ein komischer Rand bei denen. Da muss ich einfach nochmal austesten. Wenn da nichts ist, dann kommt er halt eben weg. So ist es halt dann. Dann habe ich hier noch ein Super Quickly Lippenstift von, ja, Super Quickly oder Quickie Matte Lipstick in der Farbe 03 von NYX. Ja, der kommt jetzt mal weg. Ich habe sowas schon in der Art und ich nutze den nicht. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber, sag ich mal. Dann habe ich noch einen Lippenstift, den ich auch eigentlich nicht schlecht finde. Auch hier, das ist der Swatch. Das ist auch von Mary Kay. Auch der bleibt. Ich denke, dass man die gut aufbrauchen kann, weil sie halt eben so cremig sind. Ich komme eigentlich durch Nude sehr gut durch. Dann habe ich hier noch so ein Sheer 010. Die Farbe ist so ein totes etwas. Das ist das hier. Das ist nochmal eine Nummer heller wie der hier von, ja, da kommt auch weg. Das mag ich gar nicht, wenn ich so tot bin. Ich brauche immer ein bisschen Leben. Dann habe ich von Sephora ein so ein Matt, Hashtag Matt Lipstick in der Farbe Rouge. Welche Farbe? 06 ist das. Auch den sortiere ich aus, den trage ich nie. Der kommt jetzt auch weg. Dann habe ich so Liquid Lipstick, so kleine Geschichten. Den von Tarte mag ich, glaube ich, nicht, weil der so ein bisschen komisch ist auf den Lippen. Und ja, die hier finde ich eigentlich ganz gut. Dann den Lingerie, den ich zusammengepanscht habe, weil mir einfach die Farbe überhaupt nicht gefallen hat. Das war Push-Up. Das kann man auch brauchen. Hat mir gar nicht Chubby Stick habe ich neu bekommen. Ich mag die Chubby Sticks, also allgemein. Dann habe ich den hier von Catrice. Auch den werde ich aufbrauchen. Das ist ein wunderschöner Ton von einer LE. Das sind 1 Gramm drin. Der wird auch mal in irgendeinem Projekt landen dann. Und dann ist gut. Der wird behalten. Und das war's. Meine Kiste ist leer. Ich habe einiges aufgebraucht. Diese Lippenstifte kommen jetzt wieder weg. Das ist dann ein neues Paket. Also die Lippenstifte, die halt noch gut sind. Und ja, somit verabschiede ich mich erstmal. Und dann kommen die dunklen Töne. Und dann kommen meine Chubby Sticks und sowas. Und ja, genau, Lip Liner und so. Bis Danny und ciao.